Manchmal lohnt sich auch ein Blick über die Grenzen, diesmal in den Deutschen Bundestag. Die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Emilia Miller-Vester von den Grünen, hat eine bemerkenswerte Rede zur Impfpflicht gehalten. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich möchte mich für das große Interesse an diesem Kanal ganz herzlich bedanken und will bei der Gelegenheit auch darauf hinweisen, dass meine neue Homepage unter www.hafenecker.at in diesen Tagen online gegangen ist. Hier kann man alles nachschlagen, auch meine Videos nachsehen und auch aktuelle politische Entwicklungen mitverfolgen. Vielen Dank auch für die neuen Abonnenten, die im Zuge der letzten Tage dazugekommen sind. Wem meine Videos gefallen, bitte einfach ein Like da lassen, bitte ein Abo klicken und ja, wie schon so oft gesagt, wer es nicht erwarten kann, wann das neue Video erscheint, bitte auch die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer am Puls des politischen Geschehens. Emilia Miller-Vester von den Grünen hat da seine Rede zur Impfpflicht gehalten und eigentlich hat mich diese Rede fast ein wenig schockiert, weil man sieht, wie die Grünen eigentlich gepolt sind und wie sie mit Demokratie umgehen und vor allem, wie sie anderen Menschen ihre Meinung und ihre Art des Lebens aufoktroyieren wollen. Ich habe diese Rede ein bisschen zerschnippelt, werde dazu das eine oder andere Kommentar abgeben, aber seht selbst, wie diese junge Frau bereits verstrahlt ist und wie sie tickt. Hier die Kollegin Emilia Miller-Vester für die Gruppe Behrens und andere. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte KollegInnen und die AfD-Fraktion. Als die Pandemie begonnen hat, war ich 21 Jahre alt. Wissen Sie noch, was Sie gemacht haben, als Sie 21 waren? Ich weiß noch genau, was ich mit 21 Jahren gemacht habe. Mit 21 Jahren habe ich eine gefestigte politische Meinung gehabt. Ich habe mich mit 21 Jahren bereits politisch engagiert, und zwar im Gemeinderat meiner Heimatgemeinde. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mich mit 21 Jahren sicherlich nicht von dieser Bundesregierung am Leben hindern lassen. Ich hätte mich nicht einsperren lassen. Ich hätte mir nicht den Kontakt zu Gleichaltrigen nehmen lassen. Also ich glaube, ich wäre mit 21 Jahren ein Stück weit reifer gewesen als die Dame, die hier am Mikro spricht. Ich habe innerhalb der vergangenen 2 Jahre aus Vorsicht und aus Rücksicht das Folgende nicht gemacht. Ich war nicht in der Uni. Abgesehen davon, dass die Universität nicht das Maß der Dinge ist und einen besseren Menschen aus jemandem macht, hätte es der Dame vielleicht nicht geschadet, sich irgendwie anders fortzubilden. Also nur zu sagen, ich bin deswegen so, wie ich bin, weil die Pandemie ausgebrochen ist, ist ein bisschen schwach. Und wie gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten, seinen Charakter weiterzuentwickeln. Ich war nicht im Ausland. Da hat die gute Frau Miller-Vester jetzt ein bisschen geflunkert, weil mittlerweile weiß man, dass sie genau in der Zeit der Pandemie zumindest einmal im Ausland war, nämlich in Dänemark. Ich habe kein Museum und auch kein Festival besucht. Ich habe nicht mal eine Person, die ich noch nicht kannte, geküsst oder meinen Geburtstag gefeiert. Ich war verdammt noch mal nicht einmal im Club. Tanzen, feiern und all das, was ich so vermisse, das mag Ihnen jetzt vielleicht lächerlich vorkommen, aber wissen Sie, was wirklich lächerlich ist? Wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei. Da kommen wir jetzt gleich. Die Tränen, würde mich interessieren, wie die Dame ihren Bundestagswahlkampf in der Corona-Zeit beschritten hat. Hat sie das nur von zu Hause aus gemacht oder mit Videos oder über Telefon? Und ja, ich habe auch noch niemanden geküsst, den ich nicht gekannt habe. Das liegt in der Natur der Sache, dass man sich vorher kennenlernt. Also was soll diese leere Worthülse eigentlich sein? Dann wären wir alle wieder frei oder zumindest freier. Ja, wenn die Dame an der Uni gewesen wäre, würde sie vielleicht wissen, dass es entweder frei oder unfrei gibt. Was ist freier? Ist es ein bisschen frei? Abgesehen davon, dass das Wort irgendwie total blöd klingt. Um das zu machen, was wir lieben und worauf wir jetzt seit 2 Jahren warten, was manche von uns depressiv macht, Menschen in die Einsamkeit stürzt
und Familien in den Wahnsinn treibt. Ja, die österreichische Bundesregierung hat Familien in den Wahnsinn getrieben. In tausendfacher Art und Weise. Und genau deswegen sollte man ein bisschen reflektierter auf die Situation blicken und schauen, was man in der Gesellschaft angerichtet hat. Aber nicht so herumkrakeln, wie das die junge Dame hier im Bundestag tut und in Wahrheit eine hemmungslose Selbstanklage damit betreibt. Weil wir bereit sind, unsere Freiheit für das Leben anderer Menschen zu geben, vulnerable Gruppen zu schützen. Das war und das ist unsere Solidarität. Diese Solidarität sollten wir jetzt einmal empirisch durchschauen, ob es tatsächlich die Solidarität dieser Dame und ihrer Freunde von den Grünen ist und ob dieser vermeintliche Solidaritätsakt überhaupt irgendetwas gebracht hat. Man hat immer die Wirkung der Impfung kritisch hinterfragen müssen. Man hat sie hinterfragt und mittlerweile sagen Experten selbst, dass sie nicht das schärfste Schwert gegen Omikron ist. Und das muss man auch einmal klar sagen. Und hier Glitterung zu betreiben, halte ich für einen vollkommenen Fehler. Aber ich fordere jetzt den Payback. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann. Also wenn die Frau Miller-Fester was gefunden hat, was uns schützen kann, dann soll sie es bitte nicht für sich geheim halten, sondern soll es uns allen zur Verfügung stellen. Die Impfung war es offensichtlich nicht. Und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück. Sehr demagogisch. Man stelle sich vor, dass sich ein Freiheitlicher oder jemand von der AfD genau so ans Rednerpult steht und mit den Fäusten drauf herumhämmert. Also ich könnte mir vorstellen, dass die jeweiligen Vorsitzenden und Präsidenten ein Problem damit hätten. Wenn man natürlich ein junges Mädel von den politisch korrekten Grünen ist, dann darf man solche Auftritte hinlegen. Interessant, oder? Und ich will sie nicht nur kurzzeitig zurück, weil jetzt einige Leute besonders laut Freedom Day rufen. Und offensichtlich alle Erfahrungen mit diesem Virus, die wir alle gemeinsam gemacht haben, ignorieren. Liebe FDP-Fraktion, nur weil man die Pandemie für beendet erklärt, ist sie noch nicht vorbei. Was ist jetzt der Unterschied zwischen beendet und vorbei? Wiederum ein Defizit, das sich irgendwie aufgrund des Nicht-Weiterbildens der Frau Miller-Fester in den letzten 2,5 Jahren manifestiert hat. Tut mir echt leid für sie, sie ist wirklich eine Verliererin, was Bildung betrifft. Ihre individuelle Freiheit endet dort, wo meine beginnt, wo die kollektive Freiheit beginnt. Jetzt geht es dann ans Eingemachte, jetzt kommt die ideologisch angehauchte Seite dieser Rede. Und wo beginnt die kollektive Freiheit? Dort, wo es die Grünen definieren und als richtig empfinden. Also das halte ich für gefährlich, dass sich dieser Haufen anmaßt, über kollektive Freiheit zu entscheiden. Das ist gefährlich. Und genau das ist es, was die Grünen eben ausmacht. Die denken weiter, die denken nicht nur im Jetzt, sondern die sind dabei, ihre ganze Ideologie über Deutschland und über Österreich auszurollen. Und genau deswegen sollten wir hier sehr, sehr wachsam sein, denn ich möchte nicht in einem Land leben, wo Figuren wie die Frau Miller-Fester entscheiden, was meine Freiheit ist und was nicht. Und ich denke, da werden mir auch viele, viele Menschen in diesem Land zustimmen. Und Ihre persönliche Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, beeinflusst mein Leben, beeinflusst das Leben von Millionen von Menschen in dieser Bundesrepublik. Nicht die Impfpflicht ist die Zumutung, sondern keine Impfpflicht ist die Zumutung. Die Zumutung für die solidarische Mehrheit. Und sind wir genau dort. Grundrechte zu wahren, ist eine Zumutung, zumindest dann, wenn es nach den Grünen geht. Und man sieht, der grüne Lack bröselt relativ rasch ab und dahinter steht was ganz, ganz Totalitäres, das mich an Zeiten erinnert, die ich eigentlich nicht mehr erleben möchte in diesem Land. Ich habe mich nicht um ein Bundestagsmandat beworben, um im Bundestag dabei zuzusehen, wie meine Generation in Klimafragen Angst um ihre Zukunft haben muss und parallel dazu in der Pandemie auch noch ihre Gegenwart verliert. Ihre Freunde, ihren Sport, ihre Bildung, ihre Reisen, ihren Spaß am Jungsein, das muss jetzt ein Ende haben. Das habe ich mir auch gedacht, wie ich gesehen habe, was die Bundesregierung aus der Kindheit meiner Kinder gemacht hat. Meine Tochter hat mitten in der Pandemie mit der Volksschule begonnen, hat die ersten beiden Jahre ihrer schulischen Karriere keinen normalen Unterricht genossen. Mein Sohn ist in den Kindergarten gekommen und der ältere Sohn hat ebenso die ersten beiden Jahre der Unterstufe in einem kompletten Chaos verleben müssen und
sprechen wir gar nicht über die eingeschränkten sozialen Kontakte, die diesen Kindern angetan worden sind. Wir sprechen nicht davon, dass man Kinder stundenlang mit Masken in Klassenzimmern, Gewalt angetan hat, genau mit dieser Maske. Wir sprechen nicht davon, dass Kinder dann darüber hinaus noch stundenlang in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Maske sitzen mussten. Und wir reden auch nicht darüber, dass viele, viele Eltern ihren Kindern Ersatzlehrer sein mussten, weil das System nicht auf die Maßnahmen dieser Bundesregierung gefasst und eingestellt war. Das heißt also, man hat das Schicksal dieser Kinder in Österreich wirklich mit Füßen getreten, ohne adäquat irgendwie als Staat Hilfe dabei zu leisten, dass eben diese Kinder keine verlorenen 2 Jahre haben. Genau das ist der springende Punkt. Aber nur, man braucht das Pferd nicht von hinten herum aufzäumen. Das waren die Brüder im Geiste dieser Dame, zumindest in Österreich, die genau das an unseren Kindern verbrochen haben. Und das muss man mal ganz klar sagen. Und ich sage das jetzt auch noch mal ganz deutlich. Es muss hier um die Impfpflicht für alle Erwachsenen gehen, nicht ab irgendeiner willkürlichen Altersgrenze. Denn alle Menschen, egal welchen Alters, übertragen das Virus stärker, wenn sie ungeimpft sind. Es reicht nicht mehr, mit kosmetischen Eingriffen die schweren Verläufe zu drücken. Wir arbeiten hier an der Herdenimmunität. Und die Herdenimmunität, naja, von der ist immer wieder berichtet worden. Und wir haben im Zuge der aktuellen Omikron-Welle gesehen, dass das ja ein ganz toll erreichtes Ziel geworden ist. Die Herdenimmunität. Sie findet nicht statt. Man muss sich einfach damit abgeben, dass eine neue Krankheit in unser Leben getreten ist, wo es zumindest derzeit noch keine wirklich nachhaltig wirksamen Möglichkeiten dagegen gibt, um das eben einzudämmen. Aber hier zu behaupten, komplett evidenzbefreit, dass man an einer Herdenimmunität arbeitet und das mit einem Impfstoff, wo Experten vielfach schon gesagt haben, dass der gegen die Omikron-Variante nahezu wertlos ist, das halte ich einfach für sehr, sehr dick aufgetragen. Und im Prinzip müssen wir eigentlich diese Dame mal wegen Fake News belangen, denn genau das verbreitet sie gerade. Und deswegen nehme ich Sie jetzt in die Pflicht, lassen Sie sich impfen. Für die Kinder, die Jugendlichen, für unsere Freiheit. Ich kämpfe für die allgemeine Impfpflicht ab 18, denn Impfen darf keine Individualentscheidung mehr sein. Es ist keine. Ja, Individualentscheidungen sind, glaube ich, generell das große Feindbild der eigentlich totalitären Grünen. Es darf keine Individualentscheidungen geben. Das ist doch der springende Punkt. Und genau deswegen werden wir ja ständig von unseren Regierungen overruled. Und genau deswegen wird uns ja Stück für Stück unser Selbstbestimmungsrecht abgetragen. Das ist das, was die Grünen momentan tun, das ist das, was sie so gefährlich macht. Und im Prinzip, wenn man sich diese Rede noch einmal in einem anschaut, und ich verlinke sie auch darunter, dann könnte man aus dieser Rede einfach ein paar Vokabeln rausnehmen, könnte das Gesicht verändern und man hätte schon die kleine Greta Thunberg, die uns anhand des Klimawandels erklärt, warum es keine Individualentscheidungen mehr geben darf, warum unsere Selbstbestimmung enden muss und warum gewisse Dinge einfach so geerntet werden müssen, dass sie dann am Ende des Tages den Grünen, ja, die nichts anderes als im Kern sehr, sehr radikale Kommunisten sind, warum man genau diesen Idealen dann entgegenkommt. Das ist das Problem, das sollten wir sehen, und genau deswegen freut es mich jeden Tag, wenn ich sehe, dass die Grünen in den Umfragen in Österreich auch abstürzen, gemeinsam mit der ÖVP, denn diese Truppe haben wir absolut nicht gebraucht, und ich würde mir wünschen, dass man in Österreich noch einmal so ein Zeichen setzt wie bei der Wahl 2017 und diese Grünen einfach aus dem Parlament wirft. Damit wäre uns allen geholfen. Wir sehen uns das nächste Mal.